Naja. Haben wir wenigstens hier in diesem abgelegenen Schleichweg noch einen Brustkorb gefunden. Auch nicht schlecht. Jetzt hoffen wir nur, dass wir irgendwie wieder in die Zivilisation kommen. Mit einem einigermaßen intakten Auto am besten auch noch. Das wäre ziemlich cool. Also das Auto muss gar nicht einigermaßen intakt sein. Es soll nur den Weg überleben. Hm? No, nothing. Just my imagination. Okay. Fahr einfach mal weiter. Mr. Snake, danke fürs Verlauen. Schön, dass du mit dabei bist. Hallöchen, wie geht's? Hey, irgendwann muss die... Wie groß ist denn die Map eigentlich? Wo fahren wir da eigentlich gerade hin und was ist überhaupt los? Noch 40% Auto-HP. Ja, Zivilisation, geteerte Straßen, wir haben es geschafft. Oh Gott, Glück gehabt. Und wir sind kurz vorm Ziel, es ist alles perfekt. Wunderbar. Dann ist es gut. So, dann bringen wir den alten, exzentrischen Mann mit seiner komischen Totenkopfmaske mal die Akten, der jetzt wahrscheinlich, während wir weg waren, sein Hotel wieder komplett umgebaut hat, damit wir wieder ganz viele Rätsel lösen. Mr. Francis York Morgan, finally you have arrived. You are welcome to come inside. Warum spricht Merlin eigentlich nicht mit? Die ist heute nicht mit dabei. Wir haben kurz überlegt, ob sie mitmachen will oder nicht, aber sie hat sich dann dagegen entschieden, weil sie einfach noch andere Sachen erledigen muss heute. Deswegen ist sie leider nicht dabei. Sonst hätten wir sogar noch in ihren Geburtstag rein streamen können. Das war die Überlegung. Das wäre vielleicht cool gewesen. Aber naja, muss ja nicht sein. Looks like the next game is Hide and Seek. Ah, über die Resident Evil Lore, ja. Ja, ich habe mich da auch erst reingearbeitet im Grunde. Ich war zwar schon immer Resident Evil Fan, aber im Grunde habe ich mich selber Video für Video, Thema für Thema mehr hineingefuchst in das Ganze. Okay, anscheinend müssen wir diesmal keine seltsamen Schieberätsel lösen, sondern kämpfen. Mir wären ehrlich gesagt seltsame Schieberätsel lieber gewesen. Gerade jetzt, wo die Sonne untergegangen ist und es wird gruselig. Aber gut. Trotzdem sieht das Hotel natürlich schon wieder komplett... das Hotel, sage ich schon, die Villa oder so ganz anders aus. Oh, guck mal. Hm? Die sieht sehr stark aus wie Anna, oder? These girls, Zach. Do you see the resemblance? Ja. Anna, Becky, she looks like Diane, and Carol, Zach, look, Emily. Emily, uh-oh, das sind die möglichen Opfer vielleicht. Uh-oh. Das ist nicht gut. Hallo, Nadi, wie geht's? Das ist nicht gut hier. Oh Gott, guckt euch die Schimmelflecken an. Wer soll das rauskriegen? Muss ich jetzt hier... Ist das eine Boss-Arena oder so? Ich meine, irgendwie... Es ist zu ruhig auf jeden Fall. Dass hier auch keine Gegner spawnen, ist ungewöhnlich, ne? Türen sind verschlossen. Wo müssen wir denn dann hin? Das ist eine Tür. Ich würde sagen, das ist eine Tür. Ah, Mist. Ich bin jetzt kein Türologe, aber das sah wie eine Tür aus. Dann war es doch nichts. Verdammt. Jo, mach's gut, Hawkeye. Ciao. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. So. Ein paar Schüsse auf dem Hintern. Und schon sind die erledigt. Das Auto-Aim in dem Spiel ist einfach lustig. Ist hoffentlich Dienstag. Ja genau, also ich bin Dienstag auf jeden Fall höchstwahrscheinlich hier. Wie immer 19 Uhr. Sandwich kommt in unseren Kasten. Das sieht irgendwie nicht geil aus, oder? Ich weiß nicht, was das Blaue da unten ist, aber es sieht ein bisschen eklig aus.
so schwarz-blaues Zeugs auf dem Sandwich. Ich weiß nicht. Aubergine vielleicht oder so. Ich habe keine Ahnung. Das erinnert auch ein bisschen an Resident Evil 7, oder? Diese Schimmelflecken an der Wand, aus denen Gegner kommen. Schon sehr Resident Evil 7-lich. Siebenlich. Ziemlich siebenlich. Hast du gerade die Scheiben kaputt gemacht? Das war aber nicht nett von dir. Was das kostet. Dir gut, ich meine gut, der Harry kann sich's leisten, glaube ich, oder? Der hat, glaube ich, genug Kohle. Ich meine, dem gehört die halbe Stadt. Gut, die Stadt ist ziemlich runtergekommen. Vielleicht kostet die mehr, als sie einbringt momentan, wer weiß. Aber zur Not kann er immer noch seine Villa verkaufen. Wenn er mal ein bisschen Kleingeld braucht. Ich meine, die Villa ist größer als... Ich weiß nicht. Die ist einfach... Wie riesig ist die eigentlich? Ich glaube, die hat vor allem mehrere Pocket Dimensions und so. Gut, gegen die Geister-Zombie-Plage müsste man irgendwas machen. Das drückt wahrscheinlich den Marktwert ziemlich. Kommt drauf an, an wen man es verkauft. Ich könnte mir vorstellen, dass es Leute gibt, die genau das suchen. Bullseye. Triple Bullseye, würde ich sagen. Sehr schön. Na gut, ciao. Bis dann. Amazing. Warte mal kurz. Ach, das ist das Bob Ross Video, das du da gepostet hast. Okay, alles klar. Gut. Vom Angry Video Game Nerd. Ich gucke da ehrlich gesagt immer nur wirklich die Angry Video Game Nerd Reviews. Ansonsten kenne ich gar nicht viel von dem. Aber die sind schon echt witzig teilweise. Manche Folgen sind echt super gut. Die Action 52 Doppelfolge kann ich echt jedem empfehlen. Die älteren Folgen kann man auslassen beim Angry Video Game Nerd, aber der wurde dann sehr schnell sehr viel besser, finde ich. Mir geht's ganz gut, Nari, danke. Und dir? Arena Kampf. Was? Ich habe vergessen, wie man steuert. So unter Druck kann ich nicht arbeiten. So, gut. Yeah! Explosion Proposition! Oh oh. Das wird ziemlich dicht neben mir. Das mag ich nicht so. Great Bullseye Amazing. Great Bullseye Amazing. Bullseye. Nice shot. Yes. So, haben wir schon gewonnen? Kommt noch was? Man weiß es nicht. Ah, da ist noch jemand. Oh, keine Munition mehr für die Maschinenpistole. Jetzt geht's aber los hier. Dann ist Schrotflinten Zeit. Was man nicht alles tut, um irgendeinen alten, exzentrischen Milliardär Polizeiakten zu bringen, die er eigentlich gar nicht haben sollte, glaube ich. Als FBI-Agent macht man halt so einige komische Sachen. Die Schrotflinte kann keine Türenschlösser öffnen. Es ist so dämlich. So. Moment mal. War ich hier nicht auch schon? Es ist so verwirrend hier. Warum ist dieses
Warum lebt der einsame alte Mann in dem riesigen Labyrinth? Muss das sein? Da steht die Regenschirmbrigade. Aha, Moment mal. Da geht's wieder raus, oder? Nee, da wollen wir nicht hin. Quatsch, ich habe mir schon gedacht, zu wenig Gegner. Kann was nicht stimmen. Keine Fallen, niemand, der aus den Gängen kommt. Kann nicht stimmen. Ach so, jetzt bin ich wieder hier. Hä? Was? Geh mal da lang. Cutscene, das ist gut. Oh, ist das Emily? Das ist bestimmt nur eine Vision. Emily! At times we must purge things from this world because they should not exist. Even if it means losing someone that you love. Stop! Schießt er seine Spinnenfäden. Daneben geschossen. Dann ist beides in Sonnenwand zu langsam. Did you see that? I must be getting tired. Jetzt zweifelst du an deinem Verstand. Die 100 Geisterzombies und alles, was bis jetzt passiert ist, war okay. Aber das geht quasi zu weit, oder wie? Oh, schnell! Schnell den anderen Knopf drücken. Gut, das war knapp. Was für ein Rätsel, oder? Das ist schon eine richtige Resident Evil Villa hier, oder? Mit den ganzen komischen Schaltern und Rätseln und Geheimgängen. Und natürlich den Monster-Zombie-Wesen. Geistern. Ich glaube, es sind eigentlich Geister. Ich glaube, es sind Geister der Toten in dieser Stadt. Was war das? Aha. Da ist also dein geheimes Kontrollzentrum, von wo aus du die Welt regierst oder so. Alles klar. Die Matrix. Zack. Looks like we're out of the countryside and back in civilization. Ciao, Felix. Mach's gut. Bis bald. Welcome, York. Welcome, stranger. I brought the documents. Just what is going on in here? Hi, Oz. Wie geht's? I warned you about haste. Take it slow. You'll lose sight of what's important if you just rush past it. As an agent of the FBI, I'm sure you know. So many people have got it all wrong. They think speed is the key. That being first is the best. They want speed and are satisfied with what the speed brings. Even if it means that they miss so much on the way, they don't even see that. I see everything that they don't. From here, I see it all. Then, when the time comes, I make use of what I've seen. I can get whatever I want in this way. Anything at all. You're certainly talkative today, Harry. But I didn't come here for a business lecture. Tell me everything you know.
Speed is not important. Timing is what is important. Timing. York, you have a natural gift for waiting for the correct timing. Just be careful that your haste does not ruin everything. That will be vital to solving the current case at hand. York, I know more than you think, but less than what you hope. One, you have Nick in custody. Two, Thomas is missing. Three, Carol has a locket that belongs to the murderer. I also know that this case revolves around the red seeds. But that's about it. So you've got an inside line on police information. That reminds me. The victim's tongues were cut out, weren't they? But that's only a minor point. Don't let the shocks blind you to what's more important. That's another business tip. Harry, I'm impressed. You gather information really well. You hacked into the FBI network, too. Amazing. But I didn't come here to hear this. Then let us close the business seminar. It's time for a history lesson instead. Oh, come get I remember it as though it were yesterday, if you'll pardon the cliché. It was dark, raining, a foggy night. My parents, who normally got along, were fighting over something. My father was blaming my mother, it seemed. So I left the house, headed for the clock tower. There was a party being held that day to celebrate the tower's completion. I wanted to see the town from above, and so I decided to climb the tower. Curious child, and saw it being constructed day after day. I'm not sure why, but I was really drawn to the tower in some way, and that's why I knew. From the pit in the theater, there's a path to the clock tower. They were just cleaning up after the party, so it was easy to get into the theater. I used the secret passage to sneak into the tower. But when I reached the top, I saw something very strange. There were soldiers there, all wearing gas masks. Device was emitting purple smoke outside. Just then, for the first time, the bell rang throughout the tower. I reacted with fear and left the tower as fast as I could. When I got outside again, the purple fog was spreading. I covered my nose and mouth and ran home. I unconsciously counted the number of times the bell rang. After the 12th time, the bell did not stop ringing. It rang a loud 13th
The following morning, I awoke surrounded by dead bodies. It wasn't raining anymore, and the purple fog was gone. I couldn't believe what I saw and what I myself had done. But even worse things were waiting for me when I got home. My mother was dead. Killed, presumably, also by my father. The next day, the town was overrun by military personnel. That's when the gag order was issued. Talking about the incident was unappreciated, a taboo. But even still, people stopped going outside when it rained. Country folk are very patriotic. We never tell our children about what happened. But these things find a way out of even the tightest of lips, in parts. People only speak of the killer in the red raincoat, which is where the legend of the raincoat killer comes from. Quite a story. After the incident, the gas seeped into the soil of the town. Even today, when it rains, a minute amount is released. That's why I never take my mask off when I'm outside. This town is dirty, York. If what you say is true, then the killer is someone who is badly affected when it rains. You need to draw the conclusions, not I. I have no conclusions. Is there a connection between the red seeds and the gas, then? This is just my own presumption. The seeds and the gas have a similar effect on our nervous systems. I believe someone figured that out and decided to use it. Or it could just be nature's way of getting back at us humans. York! Good news! You'll hear from George soon. They have found Thomas. I'll tell you one last and very important thing. Just as you suspected, everything I have told you is gibberish. I never hacked into the FBI server, and I certainly know nothing about the red seeds. I shall thank you for listening to an old man babble on. Let me ask you one thing then, Harry. You're a businessman. You must be after something in return for giving me this information. York, at times we must purge things from this world because they should not exist. Even if it means losing someone that you love. But that still does not justify murder. Remember this. Everything changes in form. There isn't a single thing that can maintain its shape for eternity. Overlook this fact. You'll be making a big, big mistake. Okay. Crazy. Crazy shit to have passiert. Regierungsexperimente haben die Leute quasi zu Amokläufern gemacht. Alle. Und der Raincoat-Killer war in Wirklichkeit sein Vater, der nie wirklich so ein Massenmörder in dem Sinn war. Also schon irgendwie, aber halt, so wie jeder andere, aber nur das Stärkste. Und die roten Samen wachsen jetzt hier in der Gegend, wahrscheinlich wegen dem Gas. Und vorher, er meinte ja auch schon immer, wenn es regnet, kommt dieses Purple Gas und die Leute drehen durch. Könnte also gut sein, dass wir nur wahnsinnig werden und komische Geister-Zombies sehen, weil wir von dem Gas beeinflusst werden. Oder vielleicht kommen wirklich die Geister der Toten zurück, wenn es regnet durch das Gas. Das, wer weiß. Kann man, glaube ich, interpretieren, wie man will. Woher weiß er, was der Mörder unserer Mutter als letztes zu uns gesagt hat? Und wie hängt das alles zusammen? Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern.
Aber jetzt wird's spannend. Hey, diese Cutscene kommt viel, viel früher, als ich dachte. Wirklich. Ich dachte, die kommt erst kurz vor Schluss. Die Kartoffeln stillen den Hunger. York, we found Thomas. Ah, he's at his house, right? How did you know that? Timing, Emily. Good timing. Ugh, whatever, just get in. George is heading over there already. Let's get a move on. Ach, ich muss jetzt fahren, nur meinetwegen, von mir aus. Zack, things are finally starting to come together. All we need now is for Thomas to fill in the blanks in our new legend. Okay, los geht's. Was ist denn das eigentlich für ein Polizeiauto? Das ist ganz anders lackiert und viel schneller als die anderen großen, dicken Polizeiautos. Die ist anscheinend mit dem Renntruck ums Eck gekommen oder so. Die wusste halt, dass es eilt. Thomas, ein dringender Tatverdächtiger, der neue Raincoat-Killer zu sein, weil das Manifest des Raincoat-Killers, wie ihr euch vielleicht erinnert, in seiner Handschrift geschrieben wurde. Das wurde zufälligerweise kurz nachdem er sich krank gemeldet hat, entdeckt. Und wollte vernichtet worden sein. Also irgendjemand hat es entwendet, der offensichtlich Zugang zum Polizeiarchiv hatte. Sieht alles nicht gut aus für Thomas. Aber leider kann ich nicht fahren. Naja, wir haben eine Stunde Zeit. Wir werden es schon irgendwie hinschaffen. Ich muss mal ganz kurz auf die Karte schauen, wo wir ungefähr hin müssen. Relativ nördlich ist unser Ziel. Ich glaube, wenn ich der Hauptstraße folge, kommen wir genau hin, oder? Einfach immer geradeaus im Grunde. Ja, genau. Immer geradeaus. Perfekt. Das schaffe ich. Das ist eine Wegbeschreibung, da kann ich meistens einigermaßen folgen. Wenn nur die Framerate gerade nicht ungefähr bei 10 wäre, war wahrscheinlich wirklich ungefähr. Wäre es mir lieber. Also auf jeden Fall unter 30, das spürt man. Ah, jetzt wird's besser, okay. Bisschen. Gut, dass man aus der Stadt aussieht. Okay, kurz Pause machen. Unser Puls wird zu hoch. Einfach auf der Hauptstraße bleiben. Auch wenn es so aussieht, als müssten wir hier abbiegen. Nicht umfallen. Nein, nicht umfallen, habe ich gesagt. Ah, okay, alles gut. Weiter geht's. Nichts passiert. Das lernt man beim FBI, Emily. Das nennt sich Barrel Roll. Du Barrel Roll. Und wurde geschossen. Das hast du noch gar nicht gemerkt, weil ich so gut gebarrel rolled bin. Okay. Noch 1200 Yards. Was auch immer ein Yard sein soll. Können die keine anständigen Maßeinheiten benutzen? So wie der Rest der Welt, diese Amerikaner. Furchtbar. Nein, warte, da ist ein Zaun. Ah! Mist. Der wurde aber auch ein bisschen spät geladen, ne? Ach, da kommen wir rein. Okay, gut. Der wohnt in so einem Motel? Wirklich? Hätte ich nicht gedacht. Der Thomas.
dem Nummernschild. Jetzt habe ich es zu spät gesehen. Einlass. George, what's happening? Irgendwas. We received an anonymous call informing us that Thomas returned home. I sent Emily to get you right away. No idea who made the call? No. That's why I came on ahead, to see if the information was correct. A light did come on, but only for a second. I saw a tall male silhouette in the window. It was Thomas. Okay. I'm going in then. You two wait here. We'll be ready to burst in at any moment. Just call out. Ich glaube, ich muss öfter auf Nummernschilder achten. Die haben immer so kleine Botschaften und Easter Eggs. Zack, it's the same in the countryside after all. The climax of an investigation is always in an apartment. Ich befürchte, ich brauche schon langsam Ladekabel für den Controller. Lang macht das nicht mehr. Ah, wo ist denn das? Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich eins herkriege. Ich muss bei nächster Gelegenheit auf Pause drücken. Dann muss ich schnell eins holen. Hallo, Jens Hardcore, wie geht's? Schlammfußspuren. Kommt die Musik gerade wirklich von der Schallplatte, oder? Das Lied ist schon zu Ende. Was war das für ein Lied? Schauen wir mal. Noise. We're still missing a vital piece of the puzzle.